Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Will Power steht einmal mehr in St. Petersburg auf der Pole Position. Urheberrecht LAT 9. März 2019, 22:19 Uhr. Will Power vor Joseph N. Wigarden, Penske, erobert beim Saisonauftakt der IndyCar-Serie 2019 die erste Startreihe. Rookie Felix Rosenqvist starker Dritter. Will Power, Penske Chevrolet, hat im Qualifying der IndyCar-Serie beim Auftakt der Saison 2019 die Pole Position erobert und damit einmal mehr seinen Ruf als Experte für den Kurs in St. Petersburg untermauert. Im Shootout der Top 6 fuhr der Australier am Samstag eine Zeit von 1:4594 und war damit 0,0976 Sekunden schneller als sein Teamkollege Joseph Newgarden. Damit ist im Rennen am Sonntag die erste Startreihe eine reine Penske-Reihe. Für Power ist es die 55. Pole Position in seiner IndyCar-Karriere. Außerdem eroberte zum 8. Mal in den vergangenen 10 Jahren in St. Petersburg den ersten Startplatz. Auch in Startreihe 2 stehen zwei Teamkollegen, die Ganassi Honda-Piloten Felix Rosenqvist und Scott Dixon. Rookie Rosenqvist schlug dabei seinen erfahrenen Teamkollegen und amtierenden Meister Dixon und wird von Position 3 in sein erstes IndyCar-Rennen starten. Startreihe 3 gehört ebenfalls zwei Teamkollegen, Ryan Huntery und Alexander Rossi, beide Andretti Honda. Rosenqvist hatte allerdings auch ein wenig Glück, denn sportlich hatte er sich als Siebter von Q2 nicht für das Top-6-Shootout qualifiziert. Er profitierte allerdings von einer Strafe gegen Colton Herta Harding Honda, der die drittschnellste Zeit gefahren war. Nach Ansicht der Rennleitung hatte Herta auf seiner Auslaufrunde aber Charlie Kimball, Carlin Chevrolet, behindert. Dafür wurden ihm seine beiden besten Rundenzeiten gestrichen, womit er letztlich auf Position 11 landete. Chaotisch ging es in der ersten Gruppe in Q1 zu. Mehrere rote Flaggen sorgten für eine zerfahrene Session. Erst blieb Marco Andretti, Andretti Honda, am Ausgang der Boxengasse stehen und löste die erste Unterbrechung aus. Kurz nach dem Neustart rutschte Santino Ferrucci, Dale Coyne Honda, in Kurve 13 von der Strecke und löste die nächste Unterbrechung aus. Durch dieses Chaos scheiterten unter anderem der Vorjahressieger Sebastian Bourdais, Dale Coyne Honda und Simon Pagenaud, Penske Chevrolet, am Einzug in Q2. Das Rennen zum IndyCar Grand Prix von St. Petersburg wird am Sonntag um 18:30 Uhr Metz gestartet. Urheberrecht motorsport-total.com.